Hey, Sonja. Ich hatte mal eine Freundin, ja, vor dir und so, was? Und mit der konnte ich auch immer super diskutieren, ja. Das ist so richtig tiefgründig halt, so, weißt du, so ganz rein in die tiefe Grund, weißt du, vom Gespräch, ja. Sie hatte auch mir mal gesagt, so, die kann auch, wenn man auf eine Wellenlänge schwimmt, weißt, weil wir waren so, wie ich auch immer heute noch bin, weißt, so spirituell, Digga, ja. Und wenn die sagte, wenn man auf eine Welle rumschwimmt im Kopf, ja, dann kann man sogar so wie so Gedanke rüber machen in deinen Kopf und du in meinen Kopf und sowas. Und die hat das mal bei mir probiert, ja. Aber ich war nicht so spirituell wie die, weißt? Weil sie hat probiert und ich habe mich auch voll rein konzentriert, ja, dass ich ihre Gedanken in meinen Kopf drin habe, weißt? Habe ich so voll rein. Ich habe so konzentriert, dass ich fast kacken musste, ja. Und dann bekam ich Kopfschmerzen, weil dann hat sie mir einen Heuballe übergeworfen. Ja, sie hat gesagt, in ihre Gedanken war nur Stroh. Ich glaube, die hatte auch eine Bildung. Ja, die war gebildeter als du, Sonja. Ja. Zumindest haben das immer die Leute draußen gesagt. Ey, du bist immer voll eingebildet und so. Aber ich glaub mir, Sonja, ich liebe dich auch wenn du nicht so gebildet bist. Ja. Oder? Ja.